Hallo zusammen, mein Name ist Jasmin Iderer. Und mein Name ist Stefan Dürr. Und wir sind Channel Manager bei Revit. Wir haben euch in unseren letzten Videos schon den Mini und die PTZ-Kameras von RGB-Link vorgestellt, mit denen ihr ganz einfach Workflows zum Streamen aufbauen könnt. Wir präsentieren euch heute den neuen RGB-Link Mini Pro, einen vierfach HDMI Live-Videomischer. RGB-Link ist im Vergleich zur Miniserie dem grundlegenden Layout sich treu geblieben. Vier Knöpfe zum Umschalten zwischen den Videosignalen, eine T-Bar für sanfte Übergänge und ein 2 Zoll Farbdisplay, was wirklich ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse ist. Was jetzt ganz neu ist, ist zum einen der Joystick. Da habt ihr die Möglichkeit, die PTZ-Kameras in 8 verschiedene Richtungen zu steuern. Es gibt eine Zoom-Wippe, mit der ihr den Zoom verändern könnt. Und die Shortcut-Taste, da habt ihr die Möglichkeit, Voreinstellungen abzuspeichern und abzurufen. Wie beim Mini Plus kann man bis zu 8 PTZ-Kameras in einem Netzwerk ansteuern. Wie ihr schon gesehen habt, ist ein weiteres Highlight das 2 Zoll Touch-Display. Dieses Touch-Display ist deutlich heller als beim Vorgängermodell und es hat auch einen größeren Blickwinkel. Im Touch-Display seht ihr Icons. Über diese Icons lässt sich der Mini Pro konfigurieren. Zusätzlich kann man nun über Touch auch zwischen den Videosignalen switchen. Es gibt 2 USB-Ausgänge. Einen davon benötigt ihr für Streamen mit eurem Notebook. Und an den anderen könnt ihr zum Beispiel einen USB-Stick oder eine SSD mit bis zu 2 Terabyte anschließen, um das Programm aufzunehmen. Beim Rekorden stehen euch dann 3 verschiedene Qualitätsstufen im H264-Codec zur Verfügung. Wir haben hier vorne die 4 HDMI-Eingänge. Beim Mini Pro könnt ihr Signale mit 4K 60p einspeisen. Diese Signale werden dann intern über den Scaler auf Full HD herunterskaliert. Die Bild-in-Bild-Funktion kennt ihr auch schon vom Mini Plus. Was jetzt hier neu ist, ist, dass ihr die Layer mit dem Joystick frei verschieben könnt. Und ihr könnt die Ausschnitte dann mit den Zoom-Tasten skalieren. Der eingebettete Audiomischer wurde verbessert. Ihr könnt nun beliebig viele Audioquellen von den HDMI-Streams auswählen. Zusätzlich könnt ihr über den externen Audioeingang Line-In-Geräte, ein aktives oder ein passives Mikrofon anschließen. Die Verzögerung des externen Audioeingangs kann auf bis zu 160 Millisekunden angepasst werden. Die Stromversorgung des Mini Pro läuft nun über ein USB-C-Kabel. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 24 Watt. Zusätzlich verfügt der Mini Pro nun vorne über einen Ein- und Ausschalter. Und er hat eine aktive Kühlung. Das waren die Unterschiede bzw. Neuheiten im Vergleich zum Mini Plus. Features, die gleich geblieben sind, sind natürlich die Steuerung mit der T-Bar, die verschiedenen Übergangseffekte, die ihr damit habt, und Funktionen wie das Chroma Keying, die Steuermöglichkeit mit der Expose-App, entweder am PC oder auch am Smartphone, und die PTZ-Kamerasteuerung in der App sind natürlich auch weiterhin möglich. Im Vergleich zu anderen Herstellern ist das Streamen im H265-Codec möglich. Dadurch habt ihr einfach eine viel bessere Bildqualität bei geringerer Bandbreite. Wenn ihr mehr zur Konfiguration des Mini oder der PTZ-Kamera wissen wollt, dann schaut euch die hier verlinkten Videos an. In denen haben wir die Konfiguration bereits detailliert erklärt. Den RGB-Link Mini Pro, die Full-HD-PTZ-Kamera mit der 20-fach-Optik und den Wall-Mount gibt es auch wieder als Produktbundling. RGB-Link ist mit dem Mini Pro ein wirklich sehr großer Wurf gelungen. Uns hat vor allem die einfache Bedienung mit dem Touch-Display und dem Joystick voll überzeugt. Wenn ihr Feedback oder auch Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne im Kommentarfeld. Tschüss, bis zum nächsten Mal.